Aus Hockenheim kommentiert hat der Rico Steinemann. Ja, weil der grosse Preis von Deutschland vorzeitig fertig geworden ist, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir möchten diese Zeit überbrücken bis zum nächsten Beitrag mit einem Dokumentarfilm aus Schweden. Hoch im Norden von Schweden ist der Winter sehr lang und eisig kalt. Da überleben nur die widerstandsfähigsten Lebewesen. Als ob die harte Zeit müsste wettgemacht werden, explodierte der Sommer aber fast wie ein Feuerwerk. Blumen blühen plötzlich, die Vögel zwitschern, die Raubtiere sind auf der Pirsch und die Sonne die scheint den lieben langen Tag.